Mal überlegt, welchen Radius wir am besten nehmen. Ich hatte ja erst 50 gesagt und dann sah das so klein aus. Da bin ich auf 64 hoch. Das sah immer noch irgendwie ziemlich klein aus. Und dann hatte ich überlegt, 80 zu nehmen. Aber ich glaube, 64 ist tatsächlich ein sehr guter Kompromiss, weil dadurch der Großteil des Gebiets immer noch abgedeckt ist von der Beacon. Man hat, ich meine, es ist ein 64er Stack im Prinzip in jeder Richtung. Das heißt, es hat nochmal irgendeine Signifikanz für Siedler selber, nicht für Siedler, für Minecraft selber. Man merkt, dass ich direkt aus dem Stream rauskomme. Das und es ist halt einfach. Es ist, glaube ich, auf der Karte auch manchmal noch besser sichtbar als 50er. Das Interessante wird jetzt, dass es halt wir hier draus einen kompletten Kreis machen. Das heißt, dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Erde. Ich glaube, wir müssten es echt auch mal direkt anbinden mit einem Portal, weil sonst fliegen wir uns dumm und dämlich. Und dann könnten wir theoretisch ins End schon mal Obsidian holen und bei der Gelegenheit roten Sand duplizieren. So, das Portal bleibt auf jeden Fall nicht so stehen. So, theoretisch müsste das jetzt aber verbinden. So, einmal Respawn Point setzen. Und dann brauchen wir roten Sand. Und etwas, was wir in den Chunk Loader reinschmeißen können. Funktioniert. Und dann. Können einfach reinmarschieren. So, theoretisch müsste das hier eine Stunde durchlaufen können, ohne dass uns die Kisten volllaufen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um den ersten dieser Türme runterzuballern. So, mal sehen, wie viel wir schaffen. Das hier ist auf jeden Fall kein Projekt von heute auf morgen. Aber da die Türme irgendwann eh weg müssen, ist das auf jeden Fall für uns die sinnvollste Art, im Moment an Obsidian ranzukommen. Zum Glück sind nicht alle Türme so riesig und so breit. Aber ich will gar nicht jetzt wissen, wie das für Leute war, die das vor dem einen Update gemacht haben. Weil früher waren es ja, glaube ich, irgendwie sogar 20 von diesen Türmen oder so, oder noch ein paar mehr. Aber man konnte halt den Enderdrachen ja noch nicht wieder beschwören. Wenn man dann im End irgendwas bauen wollte, die Dinger loszuwerden, das dürfte noch schlimmer gewesen sein. Ich muss ja sagen, ich bin gespannt. Ich habe so ein Gefühl, dass ich zumindest ein paar von denen hier offscreen machen muss. Einfach weil das sonst auch irgendwie nicht schön anzusehen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, es fehlt halt auch irgendwo der Bezug. Also ich weiß, wie es als Zuschauer auch ist. Es fehlt einem vielleicht auch irgendwo der Bezug, wenn man praktisch bei der Arbeit nicht dabei war, sondern einfach, ja, wir haben uns jetzt entschieden, das zu bauen und im nächsten Moment ist es da. So, dann weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie lang der Weg war und was man alles machen musste, um da hinzukommen, fehlt einem der Bezug zu und auch irgendwo ist es dann, finde ich, nicht so beeindruckend. So, pass auf. Wir schauen mal gerade, wir müssen sowieso die Spitzhacke bald mal wieder reparieren. Das Ding läuft gar nicht mehr.
Ah, der Chunklauder ist einfach mal eben abgeraucht. Schön. Ich muss das Ding wohl tatsächlich mal abdichten. So, wir haben jetzt etwa eine Stunde Arbeit hier reingesteckt. Der Turm ist noch nicht so wirklich beeindruckt davon, aber ich meine, wir haben das Portal-Kit schon mal gut aufgefüllt und hier können wir jetzt auch. Ja. Das ist auf keinen Fall genug für die Mauer, aber wir können uns ja immer noch mehr holen. Jetzt gucken wir mal gerade nach dem Sand. Ja, ich bedenke, ich habe hier meine 10 Schulkerboxen. Ich würde sagen, dann mache ich gerade noch ein bisschen weiter am Turm. Danach schalte ich den Dings aus. Wobei, nee, warte, ich habe 10 Schulkerboxen. Das sind, ja, ich habe auf jeden Fall genug Sand. Das reicht. Das sind 16 Blöcke insgesamt. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Müssen halt nur immer im Blick behalten, welcher Seite das ist. Und dann haben wir 6, 4, 3, 3. Da kommt 5 mal 2. Dann kommt einmal die 1. Einmal die 2, zweimal die 1, dann wieder die 2 und dann kommt 1, wie oft? 4, 8 mal die 1. Eins, zwei, drei, vier, so einmal noch. Dann müsste das, wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, müsste das problemlos anschließen. Einmal die 1, einmal die 2, zweimal die 1. Und dann haben wir es schon. Ja, nice. Das geht doch mal auf. Dann machen wir nämlich hier drüben mal das Überstehende weg. 2, 1, 1. Bye. Ha. Ja, das sieht ziemlich gleichmäßig aus, würde ich sagen. Also ich würde sagen. Das sieht soweit gut aus. Und ich habe tatsächlich vorhin ein bisschen überlegt, einfach Obsidian, es ist halt echt nervig, weil ich meine, es ist das härteste Material im Spiel, was man noch zerstören kann. Ich meine, das soll es ja auch sein. Aber ich frage mich halt schon, ob man eine Möglichkeit einfügen könnte, um das Zeug effektiv abzubauen, ohne dass es overpowered ist. Dann habe ich überlegt. TNT, weil das Zeug ist TNT-resistent. Aber was wäre, wenn man TNT upgraden könnte? Dann habe ich erst gedacht, vielleicht mit Wyvern-Rosen, weil der Wyvern kann Obsidian zumindest mit bestimmten Angriffen zerstören. Wyvern-Rosen sind aber jetzt auch nicht, wenn man es einmal aufgesetzt hat, nicht mega schwer zu kriegen. Und Obsidian ist ja eigentlich bekannt dafür, dass es ja explosionsresistent ist. Also wenn du Angst vor TNT hast, musst du halt die wichtigen Bereiche einfach mit Obsidian schützen, aber kannst die halt auch mit Obsidian schützen. Und dann habe ich überlegt, was wäre, wenn man TNT ganz normal craftet? Ich glaube, es ist ja 5 Schießpulver und 4 Sand oder umgekehrt. Und wenn man in der Mitte einen Netherstern reinsetzt, die sind ja schon ziemlich selten. Ich meine, das ist eine Beacon, die du dafür opferst. Wenn du den praktisch da reinsetzt, würde man 8
Also mehr als, also müsste schon mehr als eins sein, aber halt maximal 8. Verbesserte TNT, die ganz normal funktionieren, aber halt Obsidian zerstören können. Noch abbauen bei der Gelegenheit. Das wäre eigentlich, finde ich, ziemlich im Rahmen. Man müsste halt so ein bisschen gucken, dass man den Sprengradius maximiert, wenn man sowas hier damit machen will. Aber es wäre, finde ich, etwas, was machbar ist, aber auch. Also selbst wenn du eine perfekt laufende Wirverskelett-Farm hast, sind Nether-Sterne. Vor allem Multiplayer. Im Multiplayer muss man sowas erstmal haben. Im Singleplayer ist es eh nochmal eine andere Sache. Da musst du es nicht groß balancieren. Zumindest nicht so, wie man es gegen einen anderen Spieler machen müsste. Aber ich denke, das wäre eigentlich schon ziemlich passend. Und nochmal zum Thema Enderman angucken. Das kann ich sowieso schon. Weil, wie man sieht, die Rüstung, die ist von Rhino Shield. Die kann nicht kaputt gehen. Das der Conduit-Effekt? Ja, nice. Wir können unter Wasser atmen. So, in die Richtung und in die Richtung. So, der erste war 6. Dann kam 4. Dann kam 3. Dann kam nochmal 3. Dann kamen schon die Zweier, meine ich. 2 und Boom. So, damit hätten wir zumindest schon mal die Außenwand markiert. Sie tatsächlich zu ziehen, wird ein bisschen länger brauchen. Aber wir haben ja Zeit. Warum auch, wie viel an Algen hier wächst. Da wird Knossi sich freuen. Ding ist, ich hatte sogar überlegt, ob man dann ins fertige Monument auch eine Algenfarm integriert. Das Problem ist, eine Algenfarm braucht natürlich zwingend Wasser. Das heißt, es geht nicht. Der einzige Ort, wo am Ende Wasser sein wird, ist in der Guardian Farm. Na, da haben wir das Ende schon fast erreicht. Also wir haben jetzt vielleicht genug Obsidian gehabt, um ein Viertel von der Wand zu ziehen. Das heißt, wir werden noch einiges an Zeit in den nächsten Streams im End verbringen müssen. Mensch, da haben wir schon den größten Turm zumindest auf Bodenhöhe runter gemacht. Das ist doch mal nicht schlecht. So, ich glaube, damit haben wir das erste Viertel. Ja, soweit so gut. Also wenn wir jetzt wieder so ein Viertel, jedes Mal so ein Viertel schaffen mit einer Shulkerbox und einem vollen Inventar, na, dann müssen wir noch zweimal. Aber gut, auf der anderen Seite heißt das halt auch, dass wir umso mehr von der Arbeit, die wir später sowieso im End machen müssen, schon gemacht haben. Und damit sind wir wieder zurück in der Hardcore-Welt. Ich komme gerade frisch aus einer Creative-Welt, wo ich tatsächlich gerade wieder ein bisschen was am Rumtesten bin. Sagen wir es so, ich bin schon wieder die nächsten zwei Projekte am Plan. Wir sind dabei noch gar nicht fertig mit dem, was wir im Moment machen, mit dem Ozeanmonument. Deshalb, wir müssen erstmal wieder für mehr Obsidian sorgen.
Aber wenn wir das erstmal fertig haben und dann noch unbegrenzt Seelaternen haben, können wir wieder ein bisschen ganz anders rangehen, weil Seelaternen auch sich sehr gut als Markierungen eignen, wenn man Gebäude plant. Aber sowohl was das Endprojekt angeht, habe ich ein paar Sachen rausgefunden, die auf jeden Fall wichtig sind. Und auch für, beziehungsweise generell, also für das nächste Projekt und die Projekte, die damit zusammenhängen. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es das nächste Projekt ist. Ich weiß leider überhaupt noch nicht, womit ich dann als nächstes weitermache, weil ich glaube, wenn wir mit dem Ozean-Moment fertig sind, brauchen wir, glaube ich, erstmal einen Szenenwechsel, bevor wir wieder im End ewig viel Zeit verbringen. Und es gibt ein paar Projekte, ich habe einiges an Ideen, aber für manche werde ich auch einfach mehr Übung brauchen, was das Bauen angeht und was die Planung großer Gebäude angeht. Und ich glaube, eins von meinen Projekten eignet sich ganz gut auch zum Üben. Aber ich verrate noch nicht was. Bin nochmal ganz gespannt, wie gut meine Pläne fürs End in der Praxis funktionieren. Insbesondere meine Pläne hier für die Portale, weil die ja durchaus jetzt nicht ewig weit voneinander entfernt sind. Aber ich glaube, so wie ich das vorhabe, hat das noch keiner gemacht. Ah, wenn ich mir das so angucke, haben wir, glaube ich, sogar schon knapp die Hälfte. So, was wir unter Umständen dann heute noch machen könnten, wäre das Innere von dem Monument trocken zu legen. Also ich finde, das sollten wir machen, bevor wir das Äußere trockenlegen, weil sonst haben wir die ganzen Spawns am Ende drin. Das könnte ein bisschen sehr konzentriert sein. Wenn ich das so sehe, ich glaube, wir werden keine Unmengen mehr brauchen. Also das, was wir jetzt haben, reicht auf keinen Fall, aber ich glaube, eine Fuhre noch. Dann könnte sogar Obsidian übrig bleiben. Sind wir durch? Nee, ich wollte schon sagen, die sind einfach nur höher. Dafür müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Obsidian einplanen, dass wir da nachjustieren. Aber wir sind auf den letzten Metern. Und jetzt, wo die Dinger hier höher sind, brauchen wir auch weniger Obsidian pro Reihe. So, theoretisch müssten wir damit jetzt fertig sein. Und wir haben einfach noch 8 Stacks. Das reicht auf jeden Fall für ein Stack Ender Chests. Ich möchte die. Die möchte ich nicht wegschmeißen, bitte. So, theoretisch. Das ist ein Skelett, das jetzt direkt despawned ist, weil ich es angesehen habe. Etwas, wovon sich Endermen ruhig eine Scheibe abschneiden könnten. So, wenn wir jetzt einmal hier lang schwimmen. Hier ist das Icebikes-Dingsbums. Aber ich würde behaupten, wir haben es geschafft. Wir haben eine komplette Obsidianwand mit einem Durchmesser von 128 Blöcken hier drum gezogen. Gut, ich habe hier habe ich ein bisschen. Ja, hier habe ich ein bisschen geschummelt. Das müssen wir halt, je nachdem, ob das hier bleibt, noch anpassen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Obsidian übrig. Und dann, wir haben hier eine Ender Chest. Das heißt, wir nehmen jetzt das ganze Obsidian raus. Setzen den Crafting Table dahin. Hier ist noch mehr Obsidian. Wow. So, aber wir haben jetzt einfach
über 2 Stacks an Ender-Chests rumstehen und jede von diesen Stacks ist einfach 8 Obsidian-Stacks. Das heißt, das macht das Ganze doch ein bisschen kompakter. So, theoretisch möchte ich jetzt gerne die Erde weghaben. Und das dafür ein bisschen anders machen, dass wir leichter runterkommen. Aber zuerst... Genau, die nehmen wir mit. Dann leuchten wir aber auch zuerst mal... Dann nehmen wir hier den Schild wieder rein. Zuerst mal den Rand aus. Weil wenn wir jetzt hier noch den Sand haben, möchte ich erst recht keine bösen Überraschungen hier erleben. Denn damit wir das Ganze hier trockenlegen können, kommt jetzt der Teil, wo wir ein Gitter ziehen müssen aus Sand. Also ich werde den roten Sand benutzen, dann wissen wir auch genau... Also Sand eignet sich generell sehr am besten dafür. Und wenn man roten Sand nimmt, weiß man auch, welchen Sand man selber platziert hat. Und den unter Umständen dann später wieder wegmacht. Dann können wir später mit Schwämmen das ganze Wasser wegmachen. Wobei ich tatsächlich das Wasser zuerst im Monument entfernen würde und erst später anderswo. Weil sonst fürchte ich, dass man die ganzen Spawns halt im Monument hat, bevor es halt gesichert ist. Also später wollen wir die ganzen Spawns eh da haben. Aber halt erst, wenn die Farm steht. So, das Ding ist hier... Hier in der Mitte haben wir sowieso das Problem... Frage, wenn ich den Schild rausnehme und stattdessen vielleicht die Pfeile reintue. Ja, das geht. Ich wollte schon sagen, das macht es, glaube ich, ein ganzes Stück angenehmer. Also die Mitte wird halt ein bisschen nervig, weil ich sehe der Symmetrie halber. Wobei, ganz ehrlich, komm. Scheiß auf Symmetrie. Weil doch, sonst geht es nicht auf. Also sonst könnte es passieren. Weil im Prinzip müssen wir das komplette Ding in 5x5 Felder aufteilen. Na? So. Und jetzt einmal kurz Fackeln platzieren. So, ich glaube, das ist schon mal deutlich weniger krampfhaft als der Eingang von dem Monument vorhin. Aber ich glaube, das hier ist, das so zu machen, ist, glaube ich, auch schneller. Es hat schon sowas ASMR-mäßiges, wenn man so viel Sand platziert in so einem Rhythmus. Machst du, wenn du stirbst, einen neuen Try in 1.17? Ich habe nicht vor, in 1.17 zu sterben. Aber es ist schon so eine Frage, also je nachdem, also wenn ich glaube, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich so schnell keinen neuen Run machen, glaube ich. Oh wow, also unsere Rüstung hat auch einiges abgekriegt. Die müsste man zwischendurch vielleicht mal reparieren. Also der Helm vor allem. Holy shit. Also ich glaube, das ist auch, finde ich, irgendwann ein Vorteil von dem Hardcore-Projekt. Es hat irgendwann ein Ende. Und ob man dann mit einer weiteren Staffel weitermacht, kann man ja individuell entscheiden. Man kann ja auch dann erstmal eine Pause machen. 3, 4, 5, 6. Dann passt es. Gucken wir mal kurz in die Statistiken. Und zwar, wir wollen Items. Times Mind. Wir haben einfach schon 11.000 Obsidian abgebaut. Und wie oft benutzt? In dem Fall platziert. Fast 10.000 Mal. Gut, wir haben ein bisschen mehr abgebaut, als wir brauchten. Dann kommen wir noch dazu, dass wir zwischendurch auch mit Portalen interagiert haben. So, roter Sand interessiert mich jetzt. Roter Sand. 79 Mal abgebaut. 345 Mal aufgesammelt. Aber 11.000 Mal platziert.
Das ist alles hiervon. Interessant. Also, wenn das jemand ohne Kontext ansehen würde, würde er sich auch denken, wir hätten uns den Sand gecheatet. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um einen Zwischenstopp zu machen. Wir haben jetzt die Wand fertig. Wir haben die ersten vier Hauptdinger für das Raster sozusagen. Und dann können wir danach, sobald das Raster fertig ist, oder zumindest teilweise fertig ist, können wir anfangen, das Wasser wegzumachen. Wobei ich, wie gesagt, eigentlich das Innere vom Monument zuerst trockenlegen wollen würde. Dazu müssen wir aber auch zum Beispiel gucken, dass wir hier eine Möglichkeit haben, die Schlämme zu trocknen. Also ein Supersmelter, ein kleiner. Zumindest. Vielleicht gehen wir auch nochmal in ein anderes Monument und holen uns noch ein paar Schwämme mehr. Mal gucken. Ansonsten danke ich euch heute fürs Dabeisein. Und ich schlage vor, sobald der Stream vorbei ist, wird erstmal hydriert. Denn es ist immer noch warm. Bis zum nächsten Mal.